Fresse, Alter, echt. Nur noch Fee. Naja, egal, ich sag nix. Yo, YouTube. Was geht ab? Enduro Rules ist mal wieder am Start hier für euch mit einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Double Time war wieder am Start. Mal wieder mein neues Schmuckstück und ein neuer Vlog. Und ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen, beziehungsweise gelesen und vielleicht auch im Thumbnail, je nachdem. Ich habe Scheiße gebaut, Motorschaden, Fragezeichen. Wieso habe ich Scheiße gebaut? Ich will es euch nur mal so ganz kurz zeigen. Man sollte es, glaube ich, ganz gut erkennen. Beziehungsweise da habe ja ich nicht mehr Scheiße gebaut, sondern ich habe einfach nur den Tank voll gemacht, aber auch nicht zu voll. Und am nächsten Tag, ja, waren die schönen Fleckchen da vorhanden. Da freut sich natürlich das Herz richtig, richtig schön. Und hier sieht man es vielleicht auch. Am Deckel sind so Risse überall im Lack. Ja, also da hat der Vorbesitzer, beziehungsweise der Lackierer vom Vorbesitzer, ziemlichen Murks gebaut. Kannst du nichts machen, ist halt nun mal so. Wo ich wirklich selber schuld bin und die Scheiße gebaut habe, ist, man sieht es vielleicht, am Zündungsdeckel fehlt eine Schraube. Und hier sind orange eluxierte Schrauben. Was hat das zu bedeuten? Orange eluxierte Schrauben, Aluminium, ja, ist natürlich immer so eine gewagte Sache, würde ich jetzt mal sagen. Und ich schwöre bei Gott, ich habe mit dem Zündungsdeckel angefangen und ich schwöre euch, ich habe nicht mehr wie 3 Newtonmeter verwendet, wenn überhaupt. Also ich habe es wirklich handfest angezogen, mit einem T-Schlüssel, wirklich ganz vorsichtig. Und dann musste ich den Deckel aber nochmal abnehmen, weil mir noch was aufgefallen ist. Und beim erneuten Hineinschrauben der Schraube, jo, hat es dann einmal kurz glatt gemacht und es war wirklich absolut nicht viel Kraft, die ich da aufgewendet habe. Und die Schraube ist einfach komplett in der Mitte abgerissen. Läuft. Aber Gott sei Dank auf der Seite und nicht auf der anderen Seite vom Getriebe, weil da wäre es ein bisschen beschissener. Ja, aber zu dem ganzen Motor kommt eh bald ein Update. Also seid auf jeden Fall mal gespannt. Was sagt ihr eigentlich zu den Felgen? Zu dem Design von den Speichen und von den Felgen an sich? Ich glaube, kann sich sehen lassen, passt natürlich aber nicht so gut zum Gold. Da kommt aber auch bald ein Update, also stay tuned, kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr kein Video, kostet nichts, tut auch nicht weh, versprochen. So, Freunde, jetzt das interessanteste Thema vom ganzen Video. Weswegen wahrscheinlich auch die meisten auf das Video geklickt haben, Motorschaden, Fragezeichen. Anscheinend ja nicht, weil sonst würde ich ja gerade eben hier in diesem Moment nicht fahren können. Aber ich habe wirklich ein paar Stunden lang gedacht, ich habe Motorschaden bzw. Getriebeschaden. Wieso ich das gedacht habe, darauf komme ich jetzt zu sprechen. Und zwar, die Simme hat knappe 600 Kilometer jetzt auf der Uhr. Offiziell in meinen Augen seit 100 Kilometern eingefahren. Das merkt man auch ganz stark. Wieso merkt man das ganz stark? Naja, weil die einfach viel freier hochdreht und einfach ja, das Gefühl vermittelt, dass mehr Leistung anliegt. Na, weil sich alles aufeinander eingespielt hat. Und apropos aufeinander eingespielt hat. Ich habe jetzt, wie gesagt, 600 Kilometer knapp Erfahrung mit einer Simson. Somit habe ich da natürlich keine Vergleichswerte zu anderen Simsons. Was Leistung betrifft, Getriebe betrifft, allgemein alles von A bis Z betrifft. Und ich habe die bekommen mit 8 Kilometern auf dem Tacho. Vom Vorbesitzer, wo er halt praktisch Einstellfahrten vorgenommen hat. Und bin dann halt hier und da natürlich gefahren und habe seit Anfang an gemerkt, ey, das Getriebe ist aber ganz schön hakelig, Alter. Hab mir halt gedacht, ja, komm, wie gesagt, alles neu regeneriert, Motor, Getriebe, sämtlicher Lager, Kurbelwelle und so weiter und so fort, muss ich alles aufeinander einspielen. Dann habe ich aber auch noch einen Kumpel gefragt, der schon unzählige Simsons regeneriert hat in seinem Leben. Und der hat gemeint, ja, ist natürlich hakeliger wie bei der EXC. Da musst du dir keinen weiteren Kopf machen. Ich sage, okay, alles klar, dankeschön, kann ich in Ruhe fahren. So. Und das Hauptproblem, was ich hatte mit dem Getriebe, war einfach, du bist gefahren so wie jetzt. Pass auf, ich fahre jetzt im zweiten Gang, ich beschleunige, ich ziehe die Kupplung, schalte hoch und fahre. So, und das, wenn ich
bevor ich es nachgestellt habe, gemacht hätte, wäre ich zu, ich sag mal, 30, 40, teilweise 50% Wahrscheinlichkeit zwischen den Gängen gelandet. Also zwischen dem zweiten und dem dritten und sozusagen im Leerlauf, dass du keinen Vortrieb hast und kein Gang eingelegt ist. Was natürlich auf Dauer fürs Getriebe nicht geil ist und auch nicht für den Fahrer, der drauf sitzt, weil es einfach absoluter Scheiß ist, wenn du normal fahren möchtest und das Getriebe aber einfach nicht funktioniert oder nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ist natürlich kompletter Humbug. So, und irgendwann habe ich mich einfach, weil es mich selber interessiert hat, in das ganze Thema eingelesen. Das ist ja alles nicht komplex bei der Simme. Hab mich einfach informiert, was kann man dagegen tun, wie kann man das Getriebe bzw. die Gänge nachstellen und die Kupplung nachstellen und so weiter und so fort. Hab mir dann das nötige Einstellwerkzeug bestellt, was für die Gänge praktisch zuständig ist. Kostet ja auch nicht die Welt und kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn man es hat. So, das kam dann, ich voller Vorfreude, voller Spannung, mich ans Einstellen gemacht. Ja, hab's dann definitiv deutlich besser gemacht, als es davor war. Nahezu perfekt in meinen Augen. So, und am nächsten Tag habe ich mir gedacht, geil Junge, du kannst die Gänge jetzt sauber durchschalten. Sowohl im Stand als auch während der Fahrt. Drehst mal eine geile richtige Runde und hast einfach Spaß. So, also ich nicht nur durch die Stadt gefahren, sondern ein bisschen weiter weggefahren. Und ja, einfach Spaß gehabt. Und irgendwann so 12, 15 Kilometer von zu Hause weg, wollte ich vom dritten in den vierten schalten, war wieder zwischen den Gängen, konnte nicht mehr in den vierten schalten, nicht mehr in den dritten schalten, nicht mehr in den zweiten schalten. Ich konnte, lange Rede, kurzer Sinn, in keinen einzigen Gang mehr schalten. Ja, da habe ich natürlich gedacht, geil, Getriebe hat es mir durchgehauen, na, mit gut Schmackes und ja, hast du jetzt gelitten. Und der Annahme war ich wirklich für mehrere Stunden, wie vorhin schon kurz erwähnt, glaube ich. Und ich sag euch jetzt mal, beziehungsweise zeige ich euch mal, woran das Ganze lag. Dafür füge ich mal hier auf den Rewe-Parkplatz ab und zeige euch den kleinen Übeltäter. Und hier sitzt er auch schon, der Übeltäter. Für die Leute, die sich mit Simson auskennen, werden auch wissen, was ich meine. Die Mutter hier am Motorblock, am Motorgehäuse, die musst du entfernen, dahinter hast du noch so eine Unterlegscheibe und dann musst du mit dem Spezialwerkzeug ins Motorgehäuse rein und musst die Gänge nachstellen. Und das habe ich ja getan. Dann habe ich die Mutter auch gut angezogen, aber halt natürlich nicht übertrieben knallfest, dass du gefühlt da ins Gehäuse reindrückst. Ja, und das war der Fehler. Und ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, das war das Erste, was ich gecheckt habe, wo ich liegen geblieben bin, ob die Mutter noch drauf ist. Aber ich habe halt nur natürlich vom Moped aus so in den Motor reingeguckt, habe gesehen, die Mutter ist noch da und das war für mich dann erledigt. Dann habe ich das Thema praktisch ausgeschlossen, aber die Mutter war halt übelst lose und dadurch hat die Schaltung einfach nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Also habe ich 3 Stunden lang circa gedacht, ich habe ein Getriebe- oder Motorschaden und das war so eine kleine verdammte Mutter, die einfach nicht mehr da war, wo sie sein sollte und dadurch ja, das ganze Problem ausgelöst hat. Läuft bei mir. Ja, Freunde, jetzt haben wir schon Mitte Oktober. Das heißt, so viel Simme-Content von den Streets, was Motovlogs betrifft, wird nicht mehr kommen. Ihr könnt es ja sehen, heute ist das Wetter auch sehr stürmisch und ja, aber es gehört halt dazu. Ich werde noch jeden einzelnen schönen Tag versuchen auszunutzen. Wir werden natürlich dann auch versuchen, so viel wie möglich noch für euch zu produzieren. Aber der Winter hat auch was Gutes. Da kann man sehr schön schrauben und schön an Upgrades planen und diese Planungen dann in die Tat umsetzen. Und das habe ich auch schon zum Teil jetzt schon getan. Da werden die nächsten Tage aus meiner Sicht ein paar Upgrades kommen. Und ja, seid da auf jeden Fall mal gespannt. Ich würde euch empfehlen, abonniert oder beziehungsweise folgt mir auf Instagram. Da erfahrt die meisten schon relativ viele Sachen im Voraus und nicht so spät wie auf YouTube. Kostenlos abonnieren auf YouTube würde ich euch natürlich auch empfehlen, ist ja klar. Wenn euch der Content gefällt, dann macht ihr mir damit echt eine Riesenfreunde und supportet den Kanal und mich gleichzeitig wirklich sehr. Also klickt mal auf den Abonnier-Button und aktiviert auch die Glocke, würde mich sehr, sehr freuen. Das soll es auch mit dem Video schon gewesen sein, Freunde. Bewerten, kommentieren nicht vergessen, kostenlos abonnieren, habe ich gerade schon eben gesagt.
Freut mich auch übertrieben, Freunde, dass die Simpson-Videos so gut bei euch ankommen. Und zur Feier des Tages noch mal hier kurz ein bisschen durchbeschleunigen. Mit übelstem Gegenwind, aber trotzdem durchbeschleunigen. Ja, auf der Geraden, Vollgas, mit gutem Gegenwind, laut Tacho, knapp über 60. Ja, ist ganz okay, glaube ich, oder? Für einen legalen 50-Kubik-Motor. Danke für den Support, lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal, haut da rein. Ciao, ciao.